Herzlich willkommen, hier ist User Paul mit dem Thema Firefox 29 mit Australis für Linux. Mozilla's Firefox 29 bringt einige Verbesserungen in Sachen Anwenderschnittstelle mit sich. Wie den Veröffentlichungshinweisen zu entnehmen ist, ist die Gamepad API fertiggestellt und per Standard aktiviert. Verbesserungen gibt es auch bezüglich Firefox Sync. Selbstverständlich funktioniert eine Synchronisation mit der Own Cloud ebenfalls weiterhin. Dann hat man die eigene Kontrolle über seine sensiblen Daten. Die größte Neuerung ist allerdings eine Sache, die als Australis-Oberfläche bekannt ist. Damit soll Firefox überall wie Firefox aussehen. Es ist egal, ob unter Linux, Windows oder Mac OS X oder Firefox OS. Australis soll für Einheit sorgen. Außerdem gibt es mehr Platz für die Inhalte. Der Modus Firefox an eigene Bedürfnisse anzupassen wurde ebenfalls komplett überarbeitet. Beim ersten Start des Mozilla-Browsers Firefox 29 bekommt der Anwender auf Wunsch einen kleinen Rundgang in 4 Schritten serviert. Damit findet man sich schneller mit den Neuerungen und Änderungen zurecht. Es kann nicht schaden, die paar Zeilen zu lesen, da Firefox 29 schon anders aufgebaut ist. Nichts Dramatisches, aber man findet sich einfach schneller zurecht. Du kannst Firefox so anpassen, wie du möchtest. Die neue Oberfläche dafür ist recht eingänglich und es sollte sich jeder recht schnell damit zurechtfinden. Und zwar hier unter Menü öffnen und auf Anpassen klicken. Firefox 29 ist meiner Meinung nach ein gelungener Wurf. Die Oberfläche sieht modern aus, ist nicht überladen und lässt sich auch bei Bedarf anpassen. Ebenso gelungen finde ich, wie man den aktiven Reiter Tab herausstellt. Hier noch ein Vergleich zwischen Firefox 24 und Firefox 29. Da wird deutlich, was die Australis-Oberfläche bewirkt. Es ist mehr Platz da. Und der Mozilla-Browser wirkt nicht mehr so kantig, irgendwie einfach schön. Hier einfach mehr Platz. Wer Firefox-Nutzer ist, wird Version 29 mit Sicherheit positiv aufnehmen. Das Design ist schön. Der Browser wirkt sehr modern und so weiter. Mit Maßnahmen wie der Australis-Oberfläche zieht man auch neue Anwender an. Das war User Paul von Open Screencast. Ciao und viel Glück!